Carrie, hey. Noch Pläne für heute Abend? Sag's ja. Komm zum Darkmatter in der Woodland. Sag dir sicher nichts. Mach keine Werbung. Was gibt's zu feiern? Askrex. Oder eher unseren Sieg über sie. Geh hinten rum, sag dem Türsteher, du gehörst zu mir. Er lässt dich rein. Sei pünktlich. Alter, Drecksack. Hallo und herzlich willkommen zu Cyberpunk 2077. Und wie ihr gesehen habt, super. Dann nehmen wir diesmal Megagebäude, schätze ich. Alle. Carrie ruft an. Off the flash. Gut. Junge, wirklich. Ach, der Panzer wieder. Weißt du? Drecksack. Der Fahrstuhl ist außer Betrieb. Verzeihung. Was? Wenn das so ist, was machst du dann hier? Auch außer Betrieb für Carrie Eurodynes Gäste? Er erwartet mich. Wenn das so ist, einen genehmen Abend. Danke, danke. Blonder Asiate mit Seitenscheitel. Das habe ich alles gesehen. Ach, da ist er mit den Mädels. Ja, wie komme ich denn da hin? Ich kann ja nicht hüpfen, gar nichts. Ach so, hier komme ich jetzt runter. Wie? Das ist wie, meine rechte Hand. Wie ist das Vögelchen, das angeflogen kommt, wenn ich weiter muss? Sorry. Kurze Frage, wie ist es so, mit der lebenden Legende Carrie Eurodyne abzuhängen? Hm? Nun, wie zu erwarten, es ist legendär. Aber die pikanten Details behalte ich für mich. Danke, aber ich muss echt los. Bin spät dran für den nächsten Termin. Bin hier. Es sei denn, du willst noch mehr Interviews geben. Sieht gut aus. Sie sollten unser nächstes Video oder unser Bodyguard werden. Bin ziemlich busy, aber ich melde mich. Ich Arbeit brauche. Hey, komm mit. Ja, ich komme. Ich suche dich schon.
Wie, Spectre? Alter Freund. Hab ihn vor Jahren an der Beale Street in Memphis getroffen. Hey. Hat erstklassiges Zeug. Jetzt auch einen Sonderrabatt. Natürlich, Mr. Eurodyne. Für Ihre Freunde immer. Lass mal sehen, was du hast. Ihr könnt das später bereden. Komm, Lee. Ich will dir was zeigen. Gratuliere, Carrie. War eine gute Show. Und jetzt? Was ist Carrie Eurodynes nächste Mission? Kovacek kalt machen? Sehr witzig. Aber ja, das lasse ich ihm nicht durchgehen. Vielleicht nicht heute oder morgen, aber der Bastard wird noch bereuen, dass er mich gesigned hat. Hast du versucht, vom Label wegzukommen? Ah, nehmen wir an, ich breche meinen Vertrag. Warum ist es so dunkel hier? Wer veröffentlicht meine neuen Tracks? Wer kümmert sich um den Vertrieb, Promo, Influencer, Medien? Die Labels haben alle in der Tasche. Wenn ich es mir mit denen verscheiße, bin ich raus. Aber wer ist frei? Ernsthaft? Dann singe ich, bis ich blau werde, ohne gehört zu werden. Nur eine andere Form der Gefangenschaft. Ich zeig dir einen meiner Lieblingsorte in Night City. Ich komme nicht oft her, nur zu wichtigen Anlässen. Bin ich was Besonderes? Vielleicht. Hab ihnen gesagt, sie sollen heute zulassen. Von der Aussicht kriege ich nie genug. Ich liebe es, die Stadt von oben zu sehen. Und? Hier schläft man im Glauben ein, was Besonderes zu sein. Und wacht auf und weiß, man ist ein Niemand. Manchmal frage ich mich, ob ich je was Schöneres als diese Stadt sehen werde. Das habe ich schon. Aber ist egal. Night City vergisst man nie. Die Stadt lässt dich nicht vergessen. Was meinst du? Komm schon. Ich merke, dass was nicht stimmt. Ich muss ständig an unser Gespräch bei Caliente denken. Us Cracks, du und die Sklaverei der Konzerne? Ich war wohl nicht ganz ehrlich zu dir. Nicht mal zu mir selbst. Erzähl's mir. Ich dachte, ich hätte Angst, dass man mich für eine Konzernhure hält. Aber in Wirklichkeit wollte ich nur nicht wieder in jemandes Schatten enden. Wieder? Ich hab jahrelang in Johnnys gelebt. Teil der Kulisse, Maschinerie. Hab ihm geholfen, heller zu strahlen. Hab nie geglaubt, dass ich es ohne Silverhand zu was bringen könnte. Deshalb hat er Samurai verlassen. Fuck. Du hast es aber zu was gebracht? Und wie? Nur eingefleischte Fans erinnern sich noch an Samurai. Deinen Namen kennt jeder. Denkst du, das ändert was? Ich wache jeden Tag mit demselben Gedanken auf, dass ich im Rauch und Gestank und Dunkel dieser Stadt untergehen könnte. Für immer. Night City ist eine Stadt der Schatten. Jahrelang habe ich alles getan, um ihnen auszuweichen, verstehst du? Fuck. Du solltest aufhören, dich zu fürchten. Das musst du nicht. Nee. Musst du die Schatten für mich vertreiben? Du bist stark. Auch ohne mich. Fuck. Das hoffe ich. Wir sollten runter. Die Leute warten alle. Auf dich. Ich weiß, ich weiß. Will heute noch auf diese Stadt trinken. Und auf mich in ihr. Ich bleib noch ein bisschen hier. Geh schon vor. Okay. Bis später. Off the leash.
werde noch ein bisschen hier bleiben. Ich habe immer noch keine Trophäe. Ist immer noch nicht Ende? Gibt's hier irgendwas zu entdecken? Off the leash. Ja, ich weiß halt nicht, ne? Aber hier Penham findet das bestimmt nicht gut, wenn ich. Mit einem Rockstar was anfangen, ne? Nee, muss nicht sein, muss nicht sein. Ich mag den Kerl, aber auf eine platonische Art und Weise. Wäre natürlich blöd, wenn ich jetzt deshalb die Trophäe... Nein, kann nicht sein, oder? Fies. So, Scanner-Delikte, ne? Ja. Yeah. Ein Totenkopf. Hier muss einer recht im Rampenlicht stehen. Que mierda! Oh. Ja, das sagst du so, aber meinst du das auch so? Ich denke immer, ich kriege hier eine Nachricht, das sind die Cops, ne, die mich jetzt wieder in Ruhe lassen oder so, ne? So. Ach du. Du hast noch was. Gib her. Wie lange geht denn die Quest von dem Eurodyne? NCPD-Subunternehmer. Verdacht auf organisiertes Verbrechen auf dem Martin Luther King Boulevard.
Offenbar geht es um eine Gruppe von Valentinos, die beim Schmuggeln und illegalem Handel beobachtet wird. Diese Gruppe wird von Miguel Rodriguez, genannt Gizmo, angeführt. Er ist vorbestraft, unter anderem wegen Mord und Rufen. Die Stadt setzt eine Belohnung für seine Eliminierung. Wieso kann ich keinen... Ah, jetzt kann ich. Oh. Mädel. Was? Ja. Nee. Das ist der Plan. Haben wir? Ich glaube, das war's. Und schönen Loot haben die hier. Also viel, viel Rot. Ballermann. Ballermann. Du warst, glaube ich, der Boss, ne? Gut, haben wir das. Ganz schön Stau hier, wa? So nicht. Wer ist das? Zappel Philipp? Junge. Reißfestes Graffiti-Bandana und Küchenmesser. Ach, du bist das. Hallo? Ach, das ist weiß, ist Latte dann. So, da haben wir da noch einen.
Oh, das ist freundlich. Schleich doch nicht hier so rum, bitte. Wir haben doch keine Zeit. Sorry. Raus, Gondo! Ich muss hier mit dir füßen. Dreckiger Cabron! Ich kann's jetzt auch so jetzt nicht sagen. Dreckiger Cabron. Eine hübsche, ne? Tja. Leider war sie böse gewesen. Nehmen wir da. Ich habe Angst, dass ich zu nah an die Quest rankomme und damit irgendwas trigger. Ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber... Ja, was mache ich denn jetzt? Ich habe die Carrie Eurodyne, also die Trophäe, noch nicht bekommen. Und jedes Mal, wenn so ein Questabschnitt abgeschlossen ist, habe ich Angst, dass ich den noch nicht mehr bekomme. Ich komme zu nah an die Quest ran, deswegen hüpfe ich einfach mal hier runter. Den Park, den kennen wir, ne? Na, ich habe jedenfalls jedes Mal habe ich Schiss, dass ich die geschrottet habe, weil die kann man wohl auch schrotten, ne? Also wenn man das nicht hier mit also hier mit Roop zum Beispiel macht, dann ist das liegt hier einfach so in den Büsche rum. Ja auch. Was ist das denn? Kaschmirwolle. Stück auf.
keine Ahnung, wer ihr seid, aber... Habe ich jetzt einfach irgendwelche Zivilisten... Jo, ich habe einfach irgendwelche Zivilisten umgeballert. Das tut mir jetzt natürlich leid, ne? Stehen die Bierpullen in der Luft. Das tut mir leid. Daniela, ich habe da einen Job, einer direkt von den Wählern. Die Ärsche von Stadtrat wollen Leute an der Hanford auf die Straße setzen und das Gebäude sprengen. Hab mich umgehört. Sieht aus, als ob All Foods dahinter steckt. Wollen an der Stelle einen neuen Laden aufmachen. Hab ein paar Eddies investiert, um einen gewissen Tim Hutchinson rauszusieben. Schnapp dir ein paar Chums und geh mit ihm reden. Damit keine Missverständnisse aufkommen. Der Typ soll lebend aus dem Gespräch rauskommen. Aber nur knapp. Fatima. Mir kommt immer so der Gedanke, dass ich hier... Guten Tag, Sie kennen uns nicht, aber wir kennen Sie. Wir haben Sie in den vergangenen Tagen beschattet, unerkannt wohlbemerkt. Wir haben Sie zu Ihrem Büro begleitet, zum Rathaus, zum Mall und zu diesem unauffälligen kleinen Laden in Little China, gegenüber dem Tätowierer. Wir haben ein paar Aufnahmen davon, wie Sie dort ein- und ausgehen und was Sie darin veranstalten. Vielleicht hätten Sie Interesse daran, diese Aufnahmen zu erhalten. Ich bin mir sicher, die passen perfekt in Ihr Familienalbum. Kommen Sie zu den angegebenen Koordinaten, alleine und unbewaffnet. Wir warten dort genau 5 Minuten. Danach werden die Aufnahmen an Ihre Familie und Ihre Kollegen geschickt. Amateurfotograf. Okay. Guck mal. Ein Leuchtstab, den brauche ich natürlich auch. Wahnsinn! Die Gerüchte über Karis Depression sind echt nur Gerüchte. Es war elektrisierend. Die neue Askren-Single featuring Harry hat seine offizielle Premiere morgen um Mitternacht. Also mir kommt immer so der Gedanke, dass ich hier... ja, der Korruption quasi Vorschub leiste. Die Leute, die wollen hier was verändern. Zum Positiven und ich komme und bringe sie um. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Weiß ich wirklich nicht. Gut. Guck mal, überall hier rote Sachen in der Büsche. Das gefällt mir jedenfalls. Thank you.
Ja, nur weil ich mit der nächsten Folge mache, weiß ich immer noch nicht, ne? Alter! Er fährt mich an, mein Auto kaputt. Licht aus. Dumme Sau. Möchte ich den schon wieder sprengen? Als überlebst du nicht, Station. Brauchen überhaupt keine Wenn-Dann-Spielchen machen. Zwei Kilometer. Ihr seid da komplett durchgedreht. Was wollt ihr von mir? Ups. Also ich habe einen Platten. Das ist blöd. Platten haben ist echt blöd. Platten haben ist mega blöd. Haut ja ab. Wow. Haben sich wieder beruhigt. Gut. Haben wir das? Was? Wo ist denn jetzt die andere Quest hin? Spielt auch keine Rolle. Ja, aber du bist kaputt. Ich muss sogar bezahlen. 92 hat das jetzt gekostet, um den zu reparieren. Aber das ist günstig für einen Porsche.
NCPD-Subunternehmer. Meldung über organisiertes Verbrechen in der Skyline South. Hauptziel ist Denzel Cryer, genannt The Brain. Er führt eine Untergruppe der sogenannten Animals an und vertreibt das illegale Nahrungsergänzungsmittel Juice. Okay. Die Stadt bezahlt für die Eliminierung von Cryer und seinen Anhängern. Der Brain. Du hast sogar was Goldenes dabei. Ein Jinglong. Dein Ernst? Ein Schema. Smart Machine Pistole, okay. Ich habe ein neues Item halt. Was für ein neues Item? Nix legendäres auf jeden Fall. Ikonisches, Entschuldigung. Ja, ganz Unrecht hat er aus dem Fernsehen da nicht. Ne? Gut. Lügen. Der amerikanische Traum hat nie existiert. So.
Also, was wollte ich sagen? Man kann diese Carrie Eurodyne Quest. Ja. Ich weiß nicht, ob verscheißen das richtige Wort ist, ne? Überhaupt gar nicht erst triggern. Wenn man halt nicht dieses Date mit. Mit Rogue stattfinden lässt. Ne? Dafür muss man ja quasi sich nochmal hier die Pillen reindrücken, die dann Johnny das Steuer überlassen. Ne? Und wenn man sagt, nö, möchte ich nicht, dann hat man das Date nicht mit Rogue und dann triggert wohl auch gar nicht erst die Quest hier mit Carrie. So. Und ich hätte natürlich gerne die Trophäe für Carrie. Also für die Questline. Und vorzugsweise ohne, dass ich mit ihm romantisch werden muss. Denn. Nur Pennen ist hier unsere große Liebe. Scheiße. Aber wir können mal gucken, ob die Katze eventuell da ist. Könnten wir Katze schon mal mitnehmen? Siehst du das? Ich sehe es. Kätzchen. Panem, hey. Hey, wie? Tja, das war's wohl. Beneidenswert. Beneidenswert? So. An dieser Stelle muss ich ganz schnell Feierabend machen. So langsam lässt der Stress auch nach. Ich bedanke mich fürs Zusehen, aber ich muss dringend auf Toilette. Und deswegen, bye bye.